Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Akademie Graz und der Assessorakademie. Schön, dass du da bist. Ich habe heute das Thema mitgebracht, was bedeutet Genauigkeit in der juristischen Examensklausur? Das schauen wir uns heute an. Eins der wichtigsten Kriterien für die Prüfer im ersten und zweiten Staatsexamen ist, wie genau arbeitest du in deinen Klausuren? Und da gibt es im Prinzip einen mega, mega wichtigen Aspekt, was das Thema Genauigkeit anbelangt, nämlich auch unter anderem das richtige Zitieren von Normen. Häufig sehen die Korrektoren, und dann gehen auch viele Punkte schon flöten, nämlich Normzitate, die A nicht stimmen, B nicht vollständig sind, oder C einfach völlig unpassend halt dort ausstehen. Also vor allem, was die Absätze und Sätze auch anbelangt, da wird häufig auch gar nicht Wert drauf gelegt, den richtigen Satz, den richtigen Absatz zu zitieren. Und das kostet massiv Punkte. Solche Sachen wie zum Beispiel, und daran lässt sich das einfach am besten klar machen, 929 BGB. Du weißt ja selber, Einigung, Übergabe, Berechtigung. Ja, vielleicht noch das Einigsein. Aber wenn du dann diese Übergabesurrogate hast, 930, 931, sieht man fast immer bei vielen Examensklausuren, da wird nur hingeschrieben, der A könnte von B gemäß 931 BGB das Eigentum erworben haben. Das ist nur die halbe Wahrheit, denn du musst beide Vorschriften zitieren. Das heißt, also, wenn du Übergabesurrogate hast, schreibst du hin, der A könnte von dem B gemäß Paragraphen 929, 930 das Eigentum an dem Fahrrad, also auch immer konkret auf die Sache beziehen, erworben haben. Oder der A könnte von dem B das Eigentum an dem Fahrrad gemäß 929, 931 BGB erworben haben. Das ist Vollständigkeit und Genauigkeit. Und du musst dir im Prinzip im Klaren darüber sein, dass ja, diese Übergabesurrogate zum Beispiel bei 930, bei 931, die ersetzen ja eben nur das Tatbestandsmerkmal der Übergabe im Rahmen des 929 Satz 1 BGB. Das ist mal eins der Beispiele. Oder zum Beispiel bei Paragraph 823 BGB. Da wird häufig blindlings der haftungsbegründende Tatbestand mit dem sogenannten haftungsausfüllenden Tatbestand vermengt und vermischt. Ja, da liest man dann auf einmal oben beim Verschulden irgendwas schon über den Schaden oder bei der Rechtsgutsverletzung schon irgendwas über den Schaden. Das ist ungenaues Arbeiten und das kostet viel Zeit. Deshalb sei präzise, sei genau, denn du musst mit Messerschärfe nachher arbeiten im Rahmen deiner juristischen Examensklausuren, denn jede Kleinigkeit kostet viel Punkte und in der Praxis kostet das nachher für den Rechtsanwalt viel Geld oder der Richter kriegt vom höheren Gericht seine Urteile wieder aufgehoben. Das ist nämlich die Konsequenz und deshalb ist das auch nicht böswillig von den Prüfern, dass die da mit absoluter Genauigkeit vor allem die Normzitate und nachher die richtige Einordnung in der Prüfungsstruktur haben wollen. Ich freue mich, dass du da warst, hoffe, dass du gute Examensklausuren schreiben wirst. Lass gerne ein Like da, ein Abo da und drück die Glocke und schau gerne eines unserer weiteren Videos hier auf unserem Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.